Also da unten hat jetzt gerade Blau Ring ihre Sachen, was machen. Der grosse Zelt hier hinten ist Fadi. Genau. Da unten haben sie eine coole Skateranlage, da weiss ich aber nicht von wem genau. Und hinterzu ist Breite. Und da stehen wir gerade beim Feuerwehrverein. Ich muss sagen, es ist eine sehr gelungene Sache hier. Vollen Einsatz zeigt und das Brot hier vom Ofen oder vom Feuer ist sehr fein. Eben so die Atmosphäre hier, so ungezwungen, lockere Sache. So das Feste machen, das ist hier ein bisschen in den Genen. Mal, das ist immer toll. Nein, die ganze Stimmung war super heute Abend. Es war echt gut gewesen. Und vor allem schön Wetter, super. Also da hinten mehr gesehen die Rollerskaterbahn. Sie ist sehr schön gemacht, aber sehr streng. Es ist ein bisschen schwer zum Renkeln, weil man sich so gewöhnt von den Rollerblades nur mit vier Rädchen aneinander. Es ist auch mega lustig und es gibt ein paar gefährliche Situationen manchmal, aber es ist hauptsächlich einfach nur lustig. Ich muss sagen, ich ehrlich gesagt persönlich fahre lieber Inlineskates normal wegen Bremsen. Aber es ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Wenn das Renken nicht so gut geht, dann geht man ein bisschen im Kreis fahren, bis einem schlecht wird. Dann gewöhnt man wieder die Zeit. Rollschuh-Disco ist für mich das Highlight. Für mich definitiv auch die Rollschuh-Disco. Ja, für mich ist auch die Rollschuh-Disco einfach etwas Spezielles und hätte man vorher noch nie so machen können. Ja, es ist mega geil, der Schaum gibt den Kick und Fall. Es ist immer lustig, wenn man unter dem Schaum ist. Städtli-Fest, so 1000 Sachen, einfach der Hammer. Es ist so geil. Schon Party, wie Sie sehen, da hinten. Es gibt ganz viele coole Leute. Man kann sich überall treffen. Es ist einfach geil. Voll geil im Fall. Es kann nicht besser werden. Showparty! Und ja, und halt einfach die Atmosphäre geniessen. Ein großer Mini-Mami und mein Papi.